Moin, jo, dieser mal ein kurzes Fazit-Video werden, und zwar zur letzten Spenden-Charity-Aktion. Da ging es, das Spendenziel war alles zugunsten des Kinderkrebszentrums in Hamburg. Ja, ich konnte diese Charity-Aktion überhaupt erst auf die Beine stellen, weil es wieder kleine Einzelspenden von Privatleuten gab, und aber in der Hauptsache wurde diese Aktion durch den Shop, den Messershop Mess Enzo, möglich gemacht. Und ich möchte mich auf diesem Wege vielmals beim Hans bedanken dafür. Checkt mal Hans seinen Shop aus, ein bisschen Werbung kann man da immer machen bei so einer Unterstützung, dass wir dann als Szene so helfen können. Ich packe euch den in die Videobeschreibung rein. Hans hat immer interessante Messer auf Lager. Und Hans, vielen, vielen Dank für diese tolle Unterstützung, für diese Spenden, großartig. Und auch nochmal ein dickes Dankeschön und dicke Umarmung geht an den Vassilis raus, der auch ein tolles Messer von Max Ace gespendet hat. Ohne euch würde sowas nicht funktionieren, genauso wenig wie ohne die Jungs, die mitbieten bei solchen Aktionen. Vielen, vielen Dank. Ja, zusammengekommen sind auch wieder einige Euros. Ihr findet natürlich auch einen Link zu dieser Aktion in der Videobeschreibung. Falls ihr das verpasst habt und mal auschecken wollt, was man da ersteigern konnte, schaut ihr einfach nochmal rein. Und all die Sachen zusammen haben dann die runde Summe von 460 Euro eingebracht. 460 Euro, wieder mal ein dicker Betrag von unserer Szene, wo wir schnell und unbürokratisch einfach direkt helfen. Das Geld ist natürlich auch schon längst überwiesen und angekommen. Jo, und ich bin wie immer platt, dass das auf euch so Verlass ist, dass wir da innerhalb unserer Szene, seit Jahren jetzt schon tätig sind. Das ist einfach eine großartige Sache. Wir unterstützen ja da wirklich in vielfältige Richtungen. Und ich denke mal, ich spreche da im Namen von allen, dass das, gerade wenn es auch um Kinder geht, dass die Hilfsbereitschaft da groß ist und kranken Kindern, wenn man da die Forschung unterstützt oder den Alltag der Kinder erleichtert, dann ist das eine großartige Sache. Und diese Endlosschleife, in der ich mich bewege, dass ich mich bedanke. Ich denke, dem einen oder anderen gehe ich damit bestimmt auch auf den Sack. Das tut mir dann auch leid. Versuche mir immer vorzunehmen, nicht zu viel zu quatschen. Rutscht dann aber doch immer ein bisschen rein. Denn mir persönlich gibt das ja auch viel. Da steckt immer viel Arbeit hinter solchen Aktionen. Frisst ungemein viele Stunden dann für ein, zwei Wochen. Am Ende lohnt sich das dann aber immer. Und ich zumindest kann das von meiner Warte aus so berichten. So empfinde ich das. Und daher wird es auch zukünftig noch ein paar Spendenaktionen geben. Und auch da hoffe ich natürlich, ihr seid wieder mit dabei und dass wir im Kleinen zusammenhelfen können. Alles klar, das war's. Wie immer, ne? Kleines Fazitvideo. Die genaue Auflistung, wie sich die Summe zusammensetzt, die 460 Euro, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da ist ganz genau vom ersten bis zum letzten Euro aufgeschlüsselt, wie sich diese Summe zusammengesetzt hat. Das kann man da ganz transparent nachvollziehen. Und natürlich kann auch das Kinderkrebszentrum angeschrieben werden. Das Geld ist ja schon längst da. Da kann nachgefragt werden. All das immer transparent. Ganz klarer Fall. Guti, das war's schon. Wie gesagt, weitere Spendenaktionen werden kommen, dank euch, dank eurer Hilfe, eures Engagement, eures Einsatzes und das war's von mir. Alles klar, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.